Sandra Capella vor ihrem wunderschönen Traumboot von Riva, der absoluten Kultmarke aus Italien. Ich grüße dich, Sandra. Wir sind heute hier auf der Boot 2023. Es ist Donnerstag, ja. Und guck mal hier, allein die Reflexion hier, wie du aussiehst. Du bist ein bisschen zerschnitten jetzt hier von den schwarzen Streifen, aber alles ist hier dem Design geschuldet. Magst du mal mitkommen mit mir zurück? Die Stromlinienform hier, das ist das, was Riva, glaube ich, ausmacht. Und das Ganze wird schon gebaut seit ewigen Zeiten. Da vorne ist auch noch ein Klassiker. Und dieses wunderschöne Schiff werden wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Sollen wir es mal von der Seite nochmal genauer angucken? Gerne. Farbe gefällt dir? Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du sie beschreiben? Grau. Nee, es ist doch blau-grau-metallic. Jetzt überleg doch mal, du kannst ja nicht einfach nur sagen grau. Und da ist so ein schöner petrolfarbener Streifen. Ich liebe Petrol. Schauen Sie es mal an. 76 Perseo Super. Klingt wie, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wie so eine, ich sag mal, Kanonenkugel, die irgendwie rauskommt. Es ist unglaublich schnittig und wir können uns ja gleich mal ein, zwei Videos nochmal angucken, die hier vorne auf der LED-Wand laufen. Von der Ferretti Group. Also, ach, jetzt kannst du dir das vorstellen, wenn du jetzt hier irgendwo in Sanremo wärst und würdest dort im Hafen liegen. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen James Bond-Feeling, ne? Das hier ist eindeutig James Bond. Guck mal hier, das ist so die Wahrnehmung, die du hast. Du bist hier auf deiner Yacht drauf, liegst vorne und genießt einfach nur den Tag. Da kommt so ein bisschen das Gefühl auf, als ob die Leute wirklich nur Boot fahren würden. Aber die Wahrheit ist ein bisschen anders. Oft sind das hart arbeitende Menschen, denn irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, wie es da ist, um das hier zu finanzieren. Aber ich denke, diese Stromlinienform, die hat natürlich nicht nur Vorteile. Es geht ganz schnell durchs Wasser, es gleitet, ein Gleiter hier. Aber es hat auch natürlich das Problem, dass der Innenraum natürlich beschnitten wird. Das haben wir gesehen. Also je, ich sag mal, breiter die Boote werden an bestimmten Stellen, desto mehr Platz hast du hier. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier das Boot bietet. Denn wir werden es mal von innen beschauen. Innen drin praktisch Hotelzimmer-Feeling. So kann man es eigentlich sagen, oder? Ich denke schon. Wir haben es noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Wie auch. So, die ganze Messe hier ist eigentlich ein bisschen von einem anderen Stern. Also wenn du hier schaust, es gibt Hallen, die sind für den Otto-Normalverbraucher durchaus erreichbar. Da sind so Ruderboote und ich weiß gar nicht, ob es hier auch Paddelboote für den See gibt. Aber die Halle Nummer 6, da muss man sagen, das ist eindeutig die High-End-Luxushalle, die du hier hast. Heute für mich Tag Nummer 4 auf der Messe und gesehen haben wir wirklich viel und von ganz einfachen Sachen bis hin zu absoluten Luxus. Ja, und das sieht auch nach Luxus aus. So, wir gehen mal rüber hier zur Seite. Schau es dir an, da vorne ist der Maserati in Verbindung. Ich liebe auch diese Image-Videos, die immer dazu gemacht werden, wo dann klassische italienische Autos verglichen werden. Und was ich auch noch mag, sind hier die Modelle, wo du halt sehr schön sehen kannst, wie das Ganze denn aussieht, stromlinienförmig. So haben die Erfinder sich das so ein bisschen vorgestellt. Und da ist das Original. Sie haben es hier reingefahren, das ist kein Mockup, sondern das ist ein echtes Schiff hier, mitten in der Halle. Ich frage mich auch, wie beim Transport da nichts passieren kann. Das muss doch echt abgesichert sein, oder? Wenn das Schiffchen da einen Kratzer kriegt, dann... Du, das sind absolute Spezialisten. Es fährt ja, das ist ja das eigene, oder ich sag mal, das ganz große, interessante Thema, es fährt ja mit eigener Kraft auf dem Rhein hierhin. Die Leute bekommen praktisch einen riesengroßen Montagszug hier in Düsseldorf und sehen dann die ganzen Schiffe, die hier da sind. Und ja, das Heck. Natürlich interessant ist auch hier, dass das kleine Spielzeug die gleiche Farbe hat, gell? Mhm, ja. Oder durchgezogen wirst. Das haben wir schon gelernt. Ein Seabob, der da ist. Du wirst dann durchs Wasser gezogen. Hier hinten 76 Perseo Super. Und da steht sie. Das sind die technischen Daten dieses Schiffes. Wir haben
eine ja, richtig große Power über diese zwei MAN-Motoren, 12-Zylinder, die hier drin sind. Und Maximum Speed hier 37 Knoten mit den MAN 1800 PS Maschinen, die da sind. Das ist schon einiges. Also du kannst hier richtig durch das Meer gleiten. Das Ganze hier, haben wir schon gelernt, Echtholz. Und hier siehst du auch das Metallic, was hier, wenn man etwas näher rangeht, so in der Sonne schimmert. Ja, es ist eine eigene Klasse. Und auch hier, schau mal, Edelstahl. Echt schön verarbeitet. Hier bei dem Schwarz ist auch so ein bisschen Metallic verarbeitet. Wo denn? Sag mal bitte. Da auch so das Design. Sehr schön. Und rein weiß. Schau mal, wir haben jetzt es nicht mehr mit Beige oder irgendwas zu tun. Es ist rein weiß und das ist sehr, sehr schick. Auch der Tisch hier, das muss man einfach zeigen. Hier ist das Riva-Logo eben mal so reingearbeitet worden. Ja, Design, großes Thema, wenn du hier drüber stehst. Alles ist designed dafür, dass es maximale Schnittigkeit hat, organische Formen. Das siehst du hier, alles ist rund, alles unglaublich schick. Die Musik, die die ganze Zeit hier spielt, hörst du, die hat auch nochmal so ein bisschen Lust auf, hier mal zu fahren. Und dann siehst du hier, ganz nett, schau mal, hier ist noch ein Gasgriff mit drin, der einfach mal so hier steht. Den Grund, hast du ihn verstanden? Nee. Nee? Vielleicht weißt du ihn? Kannst du ihn erklären? Keine Ahnung. Das werden wir gleich mal sehen. Und wir können ja erstmal hochgehen. Hier vorne haben wir dann das Sports Deck oder Fly Deck auch genannt. Und da ist ein eigener Stand mit Simrad. Navigationssystemen und dem Lenkrad. Das könnte so auch in einem klassischen italienischen Auto der 60er Jahre sein. Das ist echt süß. Also die Farbe. Oh, und wie sie es lenken lässt. Guck mal. Oh, das wie denn? Das gleitet so schön. Also das Lenkgefühl ist ja mega. Gut, ja, hier könnte ich Deutsche drehen. Es ist ja auch Fly-by-Wire, was du hier hast. Das heißt, mit größter Wahrscheinlichkeit übst du im Moment keine Lenkbewegung aus unten, sondern du hast so ein bisschen wie bei der PlayStation so ein Feedback, also ein Force-Feedback nennt man das. Das spürst du. Es geht also nicht in einem runter. Genau, es hat so ein bisschen Widerstand, aber es fühlt sich echt angenehm an. Ah, ehrlich. So, schalt mal hier so ein Display an, dass wir das sehen. On-off. Ja, ja, es geht. Einfach festhalten. Üblicherweise sind die in Demo-Modus und betriebsbereit. Und die messen automatisch natürlich die Helligkeit und können bis zu, ich glaube, 2500 Candela können die. Sodass du also hier drin eine kleine Videowand hast. Du musst das Ganze ja auch bei hellem Sonnenschein komplett erkennen können. Es bootet, wie man sieht. Und da hast du hier Warning, sag mal Accept. Warning, bitte nicht wegfahren in der Halle. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Aber es kann sein. Guck mal, du hast ja hier Bedienelemente mit drin. Schau mal, er sagt also hier, da kannst du ein Scrollrad, kannst du nochmal bedienen. Mach mal, scroll mal durch. Siehst du? Sag mal hier, get started. Und jetzt kommt sogar schon System Loading. Und es kann sein, dass du hier so eine Art Demo-Modus hast und das Ganze dann gemacht hast. Sandra, du hast kaputt gemacht. Hier, ja, oh, guck mal hier. Wild irgendwas gedrückt. Das Boot ist abgebildet hier. Das kenne ich natürlich von den Autos, dass du das siehst. Riva 76 Perseo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Ansonsten muss man die Aussprache ändern. So, Wi-Fi Module ist restarting. Ich glaube, spätestens jetzt dürfen wir nie wieder auf den Stand. So, wir haben ein paar Sachen gelernt. Was ist das hier? Bug- und Heckstrahlruder? Korrekt, ja. Hier vorne hast du Funkgeräte mit eingebaut. Du kannst hier natürlich einiges einstellen. Zum Beispiel, du kannst hupen, das machen wir jetzt nicht. Und haben wir schon ein paar Mal gemacht, ja. Ist immer wieder lustig und die Leute erschrecken sich wie blöd. Guck dir mal dieses Gimmick an. Du hast direkt an der Steuerung einen Kühlschrank, ne? Und spezielle Getränkehalter.
Also, wenn man hier nicht gern sitzt, dann... in Plexiglas rausgefräst hier vorne. Und dann, schau dir mal diese kleine Trompete an, die hinten drin ist. Also hier sitzt man natürlich auch wunderbar. Wenn dich da mal gerade hinsetzt, dann manchmal, dass man gerade filmen kann. Und da wir dich ja dabei haben, kannst du auch gleich mal hier vorne Platz nehmen, denn du hast eine Liege, auf der du dich mal räkeln kannst. Dazu haben wir dich ja hier bestellt. Du musst nicht die Kamera halten. Sandra und die Liege. Wenn du dich mal so ein bisschen quer reinlegst, mal auf eine Seite, genau so, das wäre der Schuss. Ja, vielleicht mal ein bisschen gemütlicher, weil so genau ein bisschen ablegen, dann zeige ich das mal gerade. Sandra und ja, sie macht das gut. Ja. So, vielen Dank. Und ja, da sieht man sehr schön die ganzen Aufbauten. Navigation und Satellit, die Funkantennen, die hier nebenbei sind. Und das Ganze ist gar nicht so witzig. Also wenn man hier steht und kann mir schon vorstellen, wenn du hier stehst, bist nicht angeschnallt und er gibt mal so richtig Gas mit seinen 3600 PS, dann liegst du da irgendwo da unten. Ja, ja, höchstwahrscheinlich. Aber die sagen ja vorher Bescheid. Guck mal hier, echtes Carbon. Das ist also auch ein ziemlicher Hingucker hier, wenn man da mal näher rangeht. Also hier die ganze Reling aus Carbon. Das kann man auch schön sehen. Hier sind mehrere Lagen übereinander. Also das ist Sichtcarbon hier nochmal eingefasst in wahrscheinlich Epoxidharz. Wow. Sehr schön. Die Scheinwerfer drin. Und Fernsehantennen. Und. So, wir gehen mal runter. Schauen uns das mal an. Was unten geboten wird. Ein bisschen steiler. Wenn Sandra sich schon festhält, dann kriege ich Angst. Mal schauen. Aber ich habe mir den Job ja ausgesucht selber. Also ganz langsam. Ihr müsst jetzt leider ein bisschen leiden. Ich kann euch ja noch mal ein nettes Detail hier zeigen. Und auch mal die Halle. Denn wir werden auch die etwas kleineren Boote und Schiffe hier von der Ferretti Yacht Group zeigen. So, ganz langsam mal runter. Das ist der Durchstieg. Ich komme ja schon. Ich habe nur mal hier den Ausblick gezeigt. Zum Beispiel hier auf den Nachbarstand von Azimut. Und ich komme. Guck mal, unten ist eine kleine Spinne. Hast du die gesehen? Nee. Ja. Wenn du die mal gerade rettest für mich, sei mal so lieb. Oh, ich glaube. Hast du Angst vor Spinnen? Nein. Nee. Ja, komm mal her. Komm her, mein Schatz. Sie hat auf jeden Fall ein gutes Leben hier, oder? Also als Spinne könnte ich mir ein gutes Leben auf der Yacht vorstellen. Ja, komm, wir lassen sie mal, weil die will noch ein bisschen allein sein. Auf der Yacht gibt es auch Spinnen. Da ist, schau mal hier, hier hast du ein Glas. Das kannst du einfach runterklappen. Das ist hier oben gesichert, siehst du es? Sandra, hier das Sicherungselement hier drin. Gesagt, hier sind, guck mal, please do not sit. Und alle Warnschilder. Ich traue mich hier fast gar nichts anzufassen. Das ist gut, dann darfst du dich da mal hinsetzen. Mach mal. So, please do not sit, das ist ja für die Normalen. Du musst ja mal Platz nehmen. Wir müssen ja hier so ganz vorsichtig hier den Poppes mal drauf. Und dann blickst du quasi von hier auf die Innereien von diesem Schiff. Und das Design, wie würdest du das beschreiben? Es ist ganz anders, oder? Es ist sehr, sehr modern. Also kantig, trotzdem gibt es ein paar Rundungen. Die Farben auch sehr modern gehalten, echt schön. Italienischer Schick, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist wirklich High-End. Auch der Fußboden, das erste Mal, dass der jetzt hier abgedeckt ist. Genau, damit bloß nichts passiert, ne? Aber mal schauen, ob das wieder der Effekt ist. Ist der gleiche Effekt, du schwebst auf dem Fußboden. Oh ja, und ich glaube, der ist sogar noch weicher als die bisherigen. So, hier vorne bitte mal öffnen. Ein, zwei Fächer, alles so runde Form mit drin. Pushlocks könnte sein. Ah ne, einfach ziehen. Guck mal hier, ein kleines HiFi-System mit eingebaut von Yamaha. Also ich glaube, hier kannst du richtig Party machen auf dem Boot. Was ist hier nebendran? Sag mal. Das ist einfach nur Stauraum, denke ich. Hier auch nur Platz. Vielleicht können wir mal noch in das andere Schränkchen reinschauen. Wenn da nämlich ein HiFi-System ist, ist da vielleicht auch irgendwie was. Der Rest, aber es wird ja viel. Gut. Guck mal, ein kleiner Isotherm drin. Ich sage ja, einige Dinge habe ich auch im Wohnmobil, die ähnlich sind. Was ich aber cool finde, ist natürlich so kleine, nette Details wie, schau mal, das ist hier angeordnet, Tee gibt es heute Nachmittag. Hier ist auch nochmal so Leder verarbeitet auf den Oberflächen. Leder? Mhm. Hier sieht man auch die
die Nähte jeweils, wie du sagst. Also alles komplett beledert. Auf der anderen Seite hast du dann eine italienische Couch und was uns immer auffällt, ist diese riesen Glasfronten an den Seiten, die den Raum natürlich ganz massiv erweitern. Wie du siehst, eins konnten sie denn doch nicht machen. Sie haben hier vorne noch so einen Haltegriff dran gemacht, weil ich kann mir vorstellen, wenn du hier mit 70 km/h und schlägst dann doch mal auf eine Welle, dann hast du es. Ne? Dass man sich hier festhalten kann. Nee, das ist glaube ich für die Klimaanlage. Der Ausströmer. Nee, ich fühle da nichts. Oder? Meinst du echt, die haben einen Haltegriff hier drin? Welchen Haltegriff meintest du denn? Der außen. Siehst du den? Ach so. Ja, aber wir hatten bisher auch welche, wo auch Haltegriffe innen verarbeitet waren. Wie so im Stadtbus so ein bisschen? Genau. Okay, guck mal hier. Also ein großes Sofa. Auch da mal bitte ganz kurz mal draufsetzen, dass wir da, vielleicht wird das ja unser Startbild, was wir haben. Auf der rechten Seite dann nochmal das Ganze. Überall Stauraum drin. Bitte hier mal öffnen, Sandra. Da mal drunter gucken. Und im Moment ist alles offen. Wir drehen ja hier im Januar 2023 und draußen haben wir fluffige 0 Grad. Mach's am besten nochmal zu, sonst ist das Design gekillt hier von dem schönen Boot. So, dann Sitzgruppe. Auch da. Magst du mal hinten Platz nehmen? Die ist natürlich genau gegenüber des Steuerstandes, der auf der Seite ist, mit drei großen Bildschirmen drin von Simrad. Und wieder mal diesem Lenkrad. Ich warte, blicke mal gerade auf dich, dass wir das mal sehen. Sandra in ihrer Lieblingspose gegenüber des Captains, der hier Platz nimmt, und da Sandra ja multifunktionell ist, wirst du jetzt sofort zum Captain befördert und darfst hier mal Platz nehmen. Und da haben wir schon gelernt, das sind, hier ein kleines Cabrio-Dach. Das kann man auch so öffnen, dass der Fahrtwind hier auch hier reinkommt. So, und das, ja, schade. Das Werbevideo ist so ein bisschen zerstört. Also, hat ein paar Pixelfehler, aber man kann erahnen, welche Zielgruppe hier angesprochen wird. Die sind alle noch ein bisschen hübscher, hast du gesehen, als wir. Das ist die auf den Werbebildern. Ja. Wobei bei dir ist schwierig. So, beschreib mal. Das ist jetzt die Stehposition. Ich zeig mal. Also da stehst du quasi drin und hast hier hinten so ein bisschen wie bei der Bestellannahme bei McDonald's. Kennst du, wenn du jetzt orderst? Du musst ja am Bildschirm ordern bei McDonald's. Mhm. Und dann kannst du das hier hochklappen und das ist so dieses Stehpult, aber du kannst es runterklappen und dann nimmst du Platz und bist sehr schön. Aber ich kann dich warnen, es hat einen Autopilot. Das heißt, also das haben wir ja schon festgestellt bei ganz, ganz vielen. Was ich cool finde, ist hier die Rundinstrumente, die hier reinprogrammiert worden sind von Simrad. Also nicht nur Digitalanzeigen, sondern alles noch so ein bisschen klassisch. Und das Navigationssystem hier. Also ich bin total geflasht von dem Design hier. Und hier unten, guck mal hier, das ist die 24-Volt-Section. Da kannst du also nochmal sehen, hier ganz unten mit Sicherungsautomaten und. Und guck dir mal diese Scheibe an, wie riesig die ist. Also krass. Ich zeig mal deinen Kopf dazu, dann wird's klarer, glaube ich. Also die ist... Also kann man gar nicht beschreiben, ca. 5 Meter lang ungefähr, ja. Ja, Wahnsinn. So, Blick nochmal hier rein in den Raum. Ja, wir zeigen hier Träume eigentlich, oder? Absolut, also das ist Wahnsinn. Indirekte Beleuchtung auch hier, hast du also sehr, sehr viel Integrationsspots hier drin. Aber alles so, dass es ja nicht von der Seite sichtbar ist. Das heißt also, wenn du sitzt und so weiter, du wirst auf keinen Fall geblendet. Ist auch so ein bisschen weicher, ne? Hier, wenn man da so reindrückt. Ich weiß jetzt nicht, Leder ist es glaube ich nicht, es ist irgendwie ein Kunststoff, aber auch schön gepolstert. So, hier vorne, da hast du zwei Ledergriffe, magst du mal anheben? Das haben wir ja schon mal festgestellt bei einem anderen. Du hast doch gesagt, ich soll nichts machen. An der Stelle, aber hier, das bietet sich ja an, Technik. Technikbereich. So, also ein paar Ladegeräte drin, irgendwelche Bussysteme, die hier drin sind, hier ein Enhanced Amplifier Series, das könnte vielleicht auch ein Funkgerät sein. Und hier von den Bussystemen jeweils die Verteiler. Komm, wir gehen mal runter.
denn nachgetaner Arbeit. So, hier nochmal die Plakette. Die kann man aber sehr schlecht filmen, weil sie voll verspiegelt ist. 16 Personen dürfen hier drauf. 2,6 Tonnen Zuladung. Und schau mal hier, der Abgang mit dem Edelstahlkanten. So, es sind noch ein paar Leute. Ich kann schon sagen, ich bin ein bisschen verliebt in die Küche. Ach, hier ist die Küche. Ui, oh, ist die schön. So, oh, ich bin verliebt. Sag mal, wie soll ich denn sowas filmen? Das ist komplett schwarz, matt. Ja, es ist so schön, wie die Schränke aufgehen, so soft. Darf ich sagen, das hast du noch nie gesagt von der Küche, die wir hier gesehen haben. Die gefällt dir richtig gut, die oder? Die gefällt mir richtig gut. Sowas hätte ich gern zu Hause. Ein Tacken größer zu Hause, aber so vom Stil her perfekt. Guck dir mal die Spüle an. Die ist aus einem Guss hier aus dem Mineralwerkstoff gefertigt. Mhm. Da hinten die ganzen Ablagen. Und hier, du kannst sogar rausgucken. Jetzt kannst du die Tönung ungefähr erahnen, die hier ist. Wenn du mal hier durch das Loch guckst. Das ist außen und die Tönung, schätze ich mal, hat hier mindestens 95%. Also eine Sonnenbrille brauchst du hier nicht. So, Kühlschrank mit drin. Stauraum. Teller, guck mal, wie schön die. Aber das ist natürlich klar, wenn du hier mit über 3000 PS Gas gibst, dann müssen die Teller am Platz bleiben. Ach, wie schön das Interieur. Warte mal, gerade mal auch was. Ich zeig mal, hier sind so Halter aus Plexiglas drin. Und wenn du mal gerade einen Teller hochnimmst, mal drunter gucken. Dibbern. China ist das hier. Also echtes chinesisches Porzellan. Riva ist nochmal eingraviert hier drin und Kühlschrank. Auch der darf nicht fehlen. Von Vitrifrigo. Guck mal, polnisch. Was auch immer das uns sagen will, ja. Dann, ich glaube, das soll für guten Duft sorgen. Meinst du? Riecht schön nach Vanille. Okay. Das Problem hatten wir öfter mal, wenn wir Kühlschränke geöffnet hatten. Die haben so ein bisschen nach Gummi, nach Latex gerochen. Mhm. Und hier unten hast du eine Kombi-Mikrowelle von Bosch. Ja, Spülmaschine. Einbauschränke. Und hier rechts müsste wahrscheinlich die Spülmaschine sein. Ich glaube, die Spülmaschine, was könnte denn hier sein? Nee, das ist eine Arbeitsplattenerweiterung, die du hast. Die können wir gleich mal aufmachen. Das ist die Spülmaschine. Die hast du drin von Bosch. Und hier die Arbeitsplattenerweiterung. Magst du mal hochklappen? So, da mal sehen. Ja, die hält, oder? Die hält auf jeden Fall. Schön, sowas hätte ich auch gern zu Hause. Let's go. Moment, ich muss mal gucken, wie es. So, wir gehen mal nach gegenüber. Ja, einfach rübergehen. Und wir blicken. Wow, Sandra. Lass den Tisch, wie er ist. Es gibt Wichtigeres. Sandra, Sandra, Sandra. Wenn dir das eben in der Küche gefallen hat, du kannst schon mal ein bisschen reinblicken hier. Oh, auch wieder Spiegel, ne? So, und das nehmen wir jetzt mal ernst mit dem Please do not sit auch in dem Bereich und Please do not touch. Aber ich bin so happy, dass, ich sag mal, die Leute empfangen uns hier wirklich mit offenen Armen, haben gesagt, hier könnt alles filmen, alles machen. Und ich glaube, sowas haben ganz viele noch nicht gesehen in der Form. Hui, ja. Also das ist nochmal eine Nummer edler als alles, was wir bisher gesehen haben, glaube ich. Ja. Also James Bond höchstpersönlich würde hier wahrscheinlich nächtigen, oder? Es ist ja eine Kunstfigur, James Bond. Der ist ja nur erfunden. Natürlich, aber vielleicht. Stell dir einfach vor, James Bond würde hier liegen. Ich würde mich auf jeden Fall. Warte mal, ich muss mir mal gerade hier eine Situation suchen, wo ich das maximal filmen kann hier. Denn überall Spiegel, aber das Besondere bei den Spiegeln ist, die sind nochmal schwarz eloxiert. Siehst du es? Ja, die sind so ein bisschen abgedunkelt, ne? Abgedunkelt. Wahrscheinlich gegenüber ist der Verhörraum von James Bond, wo der denn, wenn das Licht angeht, kannst du reinschauen. Und dann, guck mal, die Lampe hier, passend dazu. Sehr schön. Das ist Stil. Guck mal, da unten, der Nachttisch. Was ist denn da drin? Ist leer. Eine Uhr vielleicht. Boutique, da ist wahrscheinlich ein bisschen nix. Ja, es sind so Dekos, die wahrscheinlich die Zielgruppe sofort adressiert und sagt. Stift? Ach,
So, der bleibt da, wo er ist. Auch die Brille. Die Elster. Die Elster. Schau mal hier. Mhm. Ist auch schön gewählt. Die würde ich eigentlich während der Fahrt nicht zwingend da stehen lassen. Also da, wenn du da Gas gibst, dann gibt das, glaube ich, ein kleines Unglück. Guck mal, so kleine Details, wie hier im Fenster hast du über hier den Schriftzug drin, Riva. Und auch die Bullaugen hier aus Edelstahl natürlich. Wow, also ich bin sehr beeindruckt. Hier hast du das Ganze nochmal in kleiner Ausführung, damit du es immer vor dir hast, sogar wenn du drin bist. Das ist auch ein mega Kunstwerk, oder? Mhm, dieses Schiff. Dann außenrum hast du einen Stahlrahmen. Boah, hier, guck mal, das ist ein Schrank. Genau. Hättest du ihn erkannt? Genau, ja, ich habe es schon gesehen. Ich frage mich nur, einfach aufmachen. Oh, beleuchtet. Hier ist ein kleines Geheimfach wahrscheinlich. Nee, Technik, oder? Technik, genau. So, kann man reingucken. Owner's Cabin, da sind wir gerade drin. Und auch hier hast du natürlich ein Badezimmer. Und das Badezimmer jetzt ganz besonders ist integriert. Jetzt nicht abgeschlossen, sondern, ich meine, wir sind ja hier auf einem schnittigen Sportboot. Das muss man ja immer noch sehen. Also das WC ist extra. Da kannst du dann kannst du dich immerhin mal einschließen. Habe ich auch mal moderiert, dass die Italiener würden niemals in einem Raum-WC irgendwas machen. Finde ich auch sinnvoll, ja. Denn wahrscheinlich da oben die Absauganlage, könnte auch ein Lautsprecher sein und eine Festtanktoilette hier. Das ist einfach alles wie aus einem Guss. Du siehst kaum irgendwelche Nähte oder sowas. Ach, schön. Echt schön. Gut so. Über Passmaße und so brauchen wir uns hier gar nichts unterhalten. Ein Spiegel hier drin. Eine kleine Spinne. Die ist... Schon wieder? Schon wieder, aber eine ganz kleine nur. Ich glaube, den Spinnen gefällt es hier auf dem Boot, oder? Du, ich bin totaler Tierfreund. Also ich kann das nie haben. Wenn ich würde die am liebsten jetzt retten, aber die Frage ist, die bleibt hier drin. Ich glaube, die hat es hier drin besser als draußen, oder? Wie riecht es denn hier drin? Wie würdest du den Geruch beschreiben? Neu? Neu, aber angenehm. Leder. Man fühlt sich direkt wohl. Also es riecht nicht unangenehm neu, es riecht so wohlig neu, ne? So wie wenn man ein neues Auto hat und man fühlt sich einfach drin. So. Das wird hochgemacht und dann kommst du in deine ebenerdige Dusche. Hier kannst du dich hinsetzen, wenn du möchtest und dich im Sitzen duschen. Finde ich immer ganz gut, wenn man sich mal die Füße wäscht und du bist dann in der Dusche drin und dann hast du den einen Fuß eingeseift, kennst du das? Und stellst dich mit dem einen denn und willst den anderen sauber machen und denkst dir, okay, wenn der jetzt wegflutscht, weil du ja den gerade eingeseift hast. Oder auch bei uns Frauen, wenn wir uns rasieren, ne, von jeder Seite, kannst du dich mal... Beine meinst du? Okay. Genau. Dann hier vorne, das ist natürlich auch klasse, du hast eine Regendusche hier mit drin, aber natürlich auch zusätzlich da unten. So ein... Nee, nicht abschrauben, einfach ziehen. Nee, ziehen geht nicht. Doch, ziehen geht. Ah, doch. Abschrauben geht auch, ja. Dann, dann habe ich gerne Pause ohne Schlauch. Boah, ist das schick. Ja, das Lichtdesign, dieses indirekte Licht finde ich so Wahnsinn. Also das ist meine, ich mache mal die Lampe aus, dann könnt ihr mal ein bisschen besser das mal sehen. Guck mal hier durch das Display. Mm, das sieht echt schön aus. Und da unten dieser Spiegel an der Fußleiste, der öffnet das Ganze auch nochmal zusätzlich, ne? Der hier, der unten. Mhm. Wow. Boah. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Und die haben alle gesagt, du musst zu Riva gehen. Selbst die Wettbewerber haben das gesagt. Und wenn die das schon sagen, dann ist da wirklich... Warte, ich dreh mal die Lichtfarbe ein bisschen runter, dass wir hier mal ein bisschen Mallorca erzeugen. Schau dir mal die Griffe an. Ja, Riva. Das ist... Hier auch. Also auf jeden Fall Liebe zum Detail von vorne bis hinten. Ne? Da ist auch Riva drauf. Das ist... Also es gibt ja Carporn, ja, und das ist Yachtporn, das muss ist ich sagen. Das, hier vorne, hier Riva, die Einstiegsleisten hier in Edelstahl. Auch mach mal die Tür bitte zu. Die hat natürlich hier so einen Magnetanschlag an der Seite. Richtig. Guck dir mal das Passmaß an.
auf den Mikrometer. Gut, die Italiener haben es aber auch drauf. Ja. Jetzt bitte mal runterdrücken. Gut, da ist jetzt hier natürlich genau, die Folie, die ist ja nicht mitberechnet worden. So. Dann das gleiche Design setzt sich fort. Ich gehe mal gerade alleine rein, weil das hier ist jetzt ein bisschen kleiner. Hier hast du eine Doppelkabine. Schau mal kurz hier rein. Soll ich durch? Oder? Geh ruhig mal durch. Jetzt. Ich habe schon einmal gezeigt. Hier ist Sandra. Das wäre so dein Platz, weil... Die Matratze ist toll. Ich will nicht mehr auf. Ist die weich? Die ist ganz weich. Hier sind auch noch Schränke. Schubladen und alles so schön verspiegelt, herrlich. Also sieht toll aus, wahrscheinlich zum Putzen der Horror, aber optisch ist sehr jetzt schön. Stell dich mal nicht so an. Das ist ja auch gar nicht dein Problem, das Putzen, ja, weil hier hast du natürlich unter Umständen auch Personal an Bord, aber diese Boote sind natürlich in der Größe so, dass der Eigner die auch noch selber fahren kann. Dann guck mal hier, alles schwarz matt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Auch hier die Vorhänge dabei. Das ist beledert übrigens oben. Das ist Leder, Kinder. Das ist nicht hier einfach nur Holz. Gasdruckfeder dabei. Wow. Und überall diese tollen indirekten Beleuchtungen. Und guck mal, Sandra, guck mal hier oben. Die Stoffe oben an der Decke. Ja. Auch nochmal so leicht abgepolstert. Sehr schön. Das hier oben. Auch nochmal ein Schrank? Da ist auch nochmal ein Schrank bestimmt, ja. Auch nochmal ordentlich Platz drin. Liebe Riva-Leute, ja, wenn ihr nochmal so ein Boot baut, ja, und zum Filmen ist schwarz ganz schlecht, das macht es in einer anderen Farbe. Fernseher ein, natürlich mit einem kompletten Holzrahmen. Geh ruhig mal vor ins Bad. Da ist noch eine Schiebetür hier mit drin, da kann man sich hier abtrennen. Also wenn die eine Tür nicht langt. Und so kann einer sogar noch das Bad einzeln benutzen. Geräuschfrei in jeglicher Form. Hier auch noch eine kleinere Dusche. Boah, das Waschbecken. Hier, guck mal, die Seitenspender. Wow. Hier eine kleine Dusche, aber absolut ausreichend, oder? Ja, reicht hier auf jeden Fall. Ist das hier die Duscharmatur da drin? Genau, ja. Ich frage mich nur, wie das Wasser ablaufen kann, wenn du hier duscht. Du. Falls da mal Wasser reinkommt. Wird schon gehen. Wahrscheinlich machst du hier irgendwas rund. Nee, es wird schon gehen. Also es wird irgendwie ablaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da keiner drüber nachgedacht hat. So, und dann hast du hier nochmal Schränke, wenn du mir das gerade nochmal kurz zeigst. We will go to the VIP first. Ach, die gehen nach oben auf, okay. Wow. Hast du gehört, die Leute, was sie gesagt haben? Nee. Wow. Das, und glaub mir, das sind natürlich Menschen, die haben schon alles gesehen hier. Und wenn die dann noch diesen Wow-Effekt kriegen, den wir auch bekommen haben. Guck mal, hier sind noch Schränke. Schau mal gerade. Ah nee, da ist die Dusche dahinter. Irgendwo muss sie ja auch genau, hin. Da ist die Dusche. So, jetzt geht's in die VIP-Cabin. Das haben wir schon gelernt. Und hier hast du lauter Spiegel. Schau mal hier, die Raumerweiterung durch die Spiegel. Siehst du das? Ja. Wenn du mal ganz durchgehst, ruhig mal nach vorne. We're ready, so we can change, if you want. Yes, we can change. Yeah. Ja, dann halte ich mal ganz kurz hier hoch und ich gehe mal kurz zu Sandra. Hello. Hello. What is the price approximately of this boat? 4.2, 4.5. Also zwischen 4.2 und 4.5 Euro. Euro. Plus tax, plus transportation. Okay, also plus Steuer und plus Transport. Und auch hier eine weitere Kabine, zwei Längsbetten, also 4,5 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Dann sind wir schon bei ungefähr ja, so 5,8 Millionen. Hello. Und auch hier nochmal die ja, gleiche Komfortsituation wie drüben. Mit Sitzmöglichkeit immer. Das finde ich klasse. Aber ich denke mir auch, wenn das Boot mal wieder mal richtig beschleunigt und du bist am Duschen, dann bist du froh, wenn du dich auch mal hinsetzen kannst. Also hier Waschbecken
Und wir gehen mal in die VIP-Cabin. Magst du da mal kurz reingucken, in diesen Schrank da? Weil ich vermute, da könnte die Waschmaschine drin sein. Das unten, guck mal. Ja, ah, ich bin so gut. Das habe ich jetzt nur vermutet. LG ThinQ, ein Waschtrockner. Und mit Inverter, siehst du? Und let's go into the VIP-Cabin. Ich bleib mal hier stehen gerade mal, dass ich den ganzen Raum mal mitkriege. Geh ruhig mal rechts zur Seite, in die Ecke. Ach, Sandra. Wenn du 5 Millionen übrig hast, dann kaufst dir. Nein, aber im Prinzip müssen wir eigentlich zahlen dafür, dass wir filmen. In dem Fall. Es ist atemberaubend. Das ist VIP, Kevin. Was haben wir gelernt über VIP? Was ist das? Das ist für die wichtigen Personen hier, oder? Ja, das sind für die Freunde, die du am liebsten hast. Die kommen genau in die VIP rein. Und oft wird das Boot ja auch gechartert. Bei dem hier weiß ich es jetzt nicht. Das heißt, man kann es mieten und hat dann den ganzen Komfort nicht gekauft, sondern nur für eine Zeit gemietet, ich sag mal für 4 Wochen oder so. Kann schippern von A nach B. Bleib ruhig mal da stehen, wo du stehst. Ich zeig dir weil mal gerade die Dusche. Auch hier wieder Duscharmatur an der Seite dran. Ebenerdiger Ablauf natürlich. Alles hier aus Mineralstoff oder GFK. Das könnte auch GFK sein. Aber guck mal hier, die ganze. Normalerweise würdest du sagen, das ist jetzt hier Studentenwohnheim, ja, das weiß, weil du ja keine Wände hast und so weiter. Aber es passt alles so genau vom Design. Genau. Es sieht auch sehr hochwertig aus, so von der Oberfläche her, ne? Oh, hörst du das? Ist das ein Reklamationsgrund, wenn es ein bisschen knarrt? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Also ich würde es so nehmen, zumal die Lieferzeit ist ja auch noch ein bisschen. Und dann sagen die, nee, kein Problem, wir nehmen das Boot zurück. 2028. Ich glaube, da ist so ein Hebel drin, den musst du einmal drücken, ganz kurz. Ja, so. Cool, also das Waschbecken ist schon mal sehr schön. Und geh ruhig mal raus. Denn die Spiegel auch hier wieder so schwarz eloxiert überall. Also du hast nicht komplette Spiegel, die dich erschlagen, sondern du siehst dich aber so ein bisschen getönt. Das ist je nach Optik auch ganz nett, wenn man sich nicht selber komplett sieht. Aber ihr seht es da hinten, wir sind so schwarz quasi verschwinden hier. Und das ist das Bett. Bettmaße hier, denke ich mal, 1,40 m x 2 m, aber wir sind ja auch in einem Sportboot. Das hier ist ja kein, ich sag mal, kein Lastenkahn. Das so, hier vorne Notausstieg, der ist da. Komm, wir gehen mal hoch. Das Badezimmer haben wir gezeigt. Hier überall auch die Lichtschalter in Edelstahl mit Riva-Schriftzug drauf. Und ich glaube, wir sind schon fast durch. Geh nochmal hoch. Also hier nochmal die Küche. Die haben wir ganz am Anfang gezeigt, die dir so gut gefallen hat. Ja. Wenn du mal gerade einen Meter zurückgehst, geh mal mit. Ich zeig mal gerade diese Spiegelsituation. Ich sehe dich gerade dreimal. Und hier oben hast du dann die Öffnung. Überall hast du das Gefühl, es wäre Carbon. Siehst du, wenn es sich hier spiegelt, das sieht so aus, als hat so einen ganz leichten Carbon-Effekt. Und wir gehen hoch. Ja. Hier auf der Boot 2023 sind wir auf einem der, ich finde, schönsten Klassiker der Welt. Absolut. Riva. Darf ich mitfahren? Und gehen mal rechts runter und verlassen dieses Kunstwerk. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu filmen. Ich glaube, 5 Boote sind hier, die wir zeigen werden, darunter natürlich auch den absoluten Klassiker, der ganz vorne ist, und die sind kleineren Sportboote, die du dann als Beiboot hier noch beiziehen kannst. Was wahrscheinlich auch ein paar Millionchen kostet, ne? Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wo es losgeht, aber es ist spannend. Es bleibt spannend, und das werden wir auch hier mal zeigen am Stand von Riva. Guck mal hier, auch hier der Boden hier. Das ist so die typische Farbe, die Riva eigentlich
bekannt gemacht hat, so etwas heller. Und das ist hier ist die Riva Lounge, die du siehst. Und der Fußboden hochglänzend. Jetzt traue ich mich gar nicht hier drauf. Das geht. Du kannst dich bewegen. Vielen Dank, Sander Capella. Abonniert German Television. 76 Perseo. Super. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Drückt auf die Abo-Taste. Prüft das bitte nochmal, denn wir haben trotz 9 Millionen Zuschauer in 90 Tagen nur rund 330.000 Abonnenten. Und das muss sich ändern. Es kostet euch keinen Cent. Drückt auf die Abo-Taste. Tschüss.